Seine Pechsträhne, sie setzt sich fort. Alexander Pawlowitsch verpasst die WM, meldet sich auf Instagram. Im Moment bin ich sehr traurig, dass der Traum der Heim-EM geplatzt ist. Ich wünsche den Jungs den größtmöglichen Erfolg und ich komme stärker zurück. Dabei fing alles so gut an. Von der Regionalliga zum Bayern-Shootingstar in den EM-Kader innerhalb von nur 8 Monaten. Doch bereits im März muss Pawlowitsch wegen einer Mandelentzündung sein Debüt für Deutschland absagen. Holt das erst vor kurzem nach. Jetzt erneut das Aus. Sehr schade für Pablo. Ich glaube, er hat sich auch richtig gefreut, dabei zu sein und vielleicht auch zu spielen zu können. Er hat auch richtig guten Training gemacht. Das ist jetzt schade. Nachrücken darf Dortmunds Kapitän Emre Can. Ja, da war eine gewisse Vorgeschichte mit der Mandelentzündung von Bayern. Hat da schon einige Ausfalltage, auch Spiele gehabt, wo er gefehlt hat. Einige Wochen nicht trainieren können, dann hat er noch eine kleine Verletzung am Fuß gehabt. Sprich, die Summe der Ausfallzeiten ist am Ende dann für uns schon ausschlaggebend. Und wenn er jetzt, weiß nicht, 33 gewesen wäre, hätte ich vielleicht anders entschieden. Am Freitag geht's los gegen die Schotten, aber ohne Pechvogel Alexander Pawlowitsch.